Also, wir sind alle agil. Ne? Alles andere ist nicht mehr zeitgemäß offensichtlich. Was heißt agil? Also die Interpretation von Agilität ist ja mannigfaltig und die Übersetzung muss immer ins Konkrete dann erfolgen, auch in den spezifischen Kontext. Agilität heißt im Grunde eine Art von Beweglichkeit, eine Grundflexibilität zu zeigen, ohne dabei seine Identität zu verlieren. Ne? Weil wenn ich heute der bin und morgen der und übermorgen ein anderer, dann weiß ich in 2 Wochen nicht mehr, wer bin ich eigentlich. Ja, also know who you are ist so wichtig, Identität ist so wichtig. Wir haben in meiner früheren Firma, haben wir damals ein Forschungsprojekt gemacht mit der Uni Wien, Diagnostik an der Psychologie, und wir haben beforscht die Frage in VUCA-Zeiten, also in volatilen, unsicheren, komplexen, ambivalenten Zeiten. Was sind unter Anführungszeichen Kompetenzen, die wir brauchen, damit wir nicht in die destruktiven Gassen gehen? Burnout, Zynismus, Überheblichkeit, Arroganz, Ignoranz, whatsoever. Süchte aller Art. Da haben wir herausgefunden, erstens Identität, also know who you are. Zweitens Beziehungsfähigkeit, auch wenn die Welt immer digitaler wird, ist die Kunstfertigkeit, eine Beziehung gestalten und halten zu können, wichtiger denn je. Drittens Signalresonanz. Wir sind jene Generation, die es am lautesten hat. Noch nie in der Geschichte des Homo sapiens hat uns so viel ins Ohr blasen. So viel fremde Zurufe, Erwartungen, Wünsche, was du tun musst, damit du gut positioniert bist am Arbeitsmarkt, Heiratsmarkt, schön, reich, erfolgreich und überhaupt. Ja, wenn du quasi den Maßstab nicht in dir trägst, geh zurück auf Kompetenz 1, Identität, dann bist du zerrissen zwischen 100 Sesseln. Ja. Und also Identität, Beziehungsfähigkeit, Signalresonanz, die Fähigkeit, frühe, leise Signale zu hören, auch in dieser lauten Welt, das ist eine große Kunst. Und auf Basis dieser frühen und leisen Signale zu disponieren, handeln zu können. Viertens, Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, Widerspruchstoleranz, die Fähigkeit, mit Widersprüchen umzugehen. Dass mit ihnen dann die Wand klatschen, so auf die Art, das ist das eine, das ist das andere, wie passt das zusammen? Ja. Auf der Welt passt so einiges nicht zusammen. Nicht? Also, ich fliege morgen nach Südafrika, das muss ich irgendwie in meinem Kopf zusammenkriegen mit Greta in mir. Nicht? Das ist alles nicht einfach. Aber irgendwie ist das halt unsere Welt. Fangt an, Familie, Beruf, fangt an, Ernährung, gehen wir noch schnell zum Mäcki oder? Nein, doch nicht. Nicht? Also, hört auf mit Klatsch jetzt. Diese Mücke tot oder ist es ein Lebewesen und alle Lebewesen sollen leben? Alles ambivalent. Und wenn diese Widersprüche nicht gut aushalten kannst, bis in der Welt nicht so gut aufkommen, dann besser ab nach Tibet auf den Stern und Arm und alles gut. Ja, Resilienz dann das Letzte. Steh auf, Männchen, steh auf, Frau. Das heißt, wenn es dich niederschlägt, auch wieder aufstehen können. Braucht man auch. Warum? Die Generation in der Geschichte der Menschheit, die am meisten Brüche hat. Also früher haben die Leute 1, 2 Arbeitgeber gehabt pro Leben. Jetzt alle 3 Jahre springen wir. Statistisch gesehen, du darfst gerne länger bleiben. Scheidungsrate nimmt zwar leicht ab, aber irgendwie über 40% erwischt es trotzdem. Das ist ein heftiger Niederschlag. Auch wenn es gut gelaufen ist, ohne Rosenkrieg, wirst du trotzdem irgendwie dich wieder aufrappeln müssen. Und falls nicht die Scheidung war, da erwischt dich das Coronavirus. Keine Ahnung. Also wir müssen mit ganz vielen Niederschlägen umgehen und wieder aufstehen. Kann man üben, ist auch eine Kulturtechnik. Gilt nicht nur für IT-Enterprise-Architekten, gilt für uns alle, diese 5 Kompetenzen zu nähren, und dann werden wir gut entscheidungs- und handlungsfähig bleiben in dieser Multi-Optionen-Gesellschaft. Auch das ein Geschenk an unsere Generationen, die jetzt leben. Noch nie gab es diesen Ozean an Möglichkeiten, aber auch die Qual der Wahl nie so groß. Man kann es immer so oder so sehen. Im Zweifelsfall entscheide ich mich für den positiven Rahmen, für dasselbe Bild. Und natürlich ist künstliche Intelligenz auf diesem Eck uns in 100 Jahren haushoch überlegen. Würde einen besseren Fit haben für die Herausforderungen der Zeit, würde uns also evolutionär ersetzen. Davon bin ich ziemlich überzeugt in den nächsten Jahrhunderten. Unser Bauch weiß oft früher als unser Hirn, was zu tun ist. Das heißt aber auch, Control- und Order-Ansätze sind nicht mehr zeitgemäß.
Das kann schon sein, dass es wieder kommt. Management sind immer so Schweinezyklen und in 20 Jahren ist wieder was da, was gerade in den 70ern moderner. Das Revival der Autorität, das halte ich nicht nur für möglich, sondern für fast zwingend vorauszusagen. Aber wir wissen noch nicht genau, wann es kommt. Ist nicht der naheliegendste. Wir leben in VUCA-Zeiten, auch das würde ich akzeptieren. Check. Alles bewegt sich, wir sind alle agil. Das würde ich als Auszeichnung nehmen. Natürlich bin ich auch agil. Was heißt schon Agilität? Heißt gewissermaßen beweglich zu sein. Was sollten wir kultivieren in VUCA-Zeiten, damit wir handlungs- und entscheidungsfähig bleiben und nicht in die destruktiven Gassen gehen? Sie erinnern sich. Burnout, Ignoranz, Alkohol, Arroganz, whatsoever. Und ausgekommen sind 5 Kompetenzen, wovon ich die erste für die wichtigste halte. Das ist ein Ansatzempel, haben wir nicht weiter geforscht. Das ist quasi meine persönliche Empfindung. Darauf aufbauend habe ich dann auch zuletzt dieses Buch Sei Pilot deines Lebens geschrieben. Wenn so viel Reizüberflutung ist, brauchen wir diesen inneren Ort, wo wir wissen, wer wir sind. Den Jungen ist alles scheißegal. Jetzt sollen sogar Pfarrer schon Kinder kriegen. Die halten das für Beliebigkeit. Ich halte es für eine Kulturleistung und für einen Beweis dafür, dass die Evolution mit einem Affenzahntempo unterwegs ist. Die Evolution war noch nie so schnell unterwegs. Sie werden als IT-Enterprise-Architekt ganz viele Widersprüche hören. Und wenn Sie jedes Mal dogmatisch sagen, ich arbeite erst weiter, wenn völlige Klarheit da ist, dann bitte heute kündigen. Resilienz ist die Fähigkeit, wieder aufzustehen bei einem Niederschlag. Haben wir auch gewaltig kultiviert. Warum? Weil wir es brauchen. Also, Sie müssten These 4 zur Erkenntnis kommen, ja, irgendjemand muss diesen verdammten Job machen. Oder diesen großartigen, diesen so wichtigen. Die planende Koordination und Umsetzung.